Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3. Ich sag lieber jetzt Tiberium Essence. Live Let's Play. Wir spielen hier die Mod Tiberium Essence in Tiberium Wars. Wir kommen zum Akt 1. Und nun zu den Nachrichten aus aller Welt. Derzeit tagt der GDI-Energiegipfel an Bord der Raumstation Philadelphia. Hören Sie nun Cassandra Blair mit einem Bericht über die Ziele des diesjährigen Gipfels. Wenn die Spitzenfunktionäre morgen zusammentreffen, hofft man, die Finanzpolitik reformieren zu können. Wie uns Direktor Kinsberg sagte, ist eines der Hauptthemen des diesjährigen Gipfels die Verlagerung der Ressourcen von der Verteidigung in die Ökologie. Denn der Beseitigung des Tiberiums wird inzwischen mehr Bedeutung beigemessen als der Bekämpfung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wir haben Neuigkeiten von der Philadelphia. Offenbar hat es dort vor wenigen Augenblicken einen Unfall gegeben. Unfall, mhm. Es scheint zu einer Katastrophe gekommen zu sein. Wir werden alles tun, um genaueres zu erfahren, aber im Moment wissen wir nicht, was diese Tragödie verursacht haben könnte. Wir schalten wieder zu Cassandra Blair vor dem Administrationsgebäude Nordost. Cassandra? William, ich hoffe, Sie hören mich, aber es ist unglaublich. Überall Rauch, man sieht kaum 10 Meter weit. Und überall Trümmer, soweit man sieht. Ah! Hilfe, weg hier! Unfassbar. Die Zerstörung der Philadelphia war kein Unfall. Sie war der längst überfällige Todesstoß für eine bösartige Ideologie. Sie war das Ende der Angst und die Geburt der Hoffnung. Frohlocket, Kinder von Nord, das Blut eurer Unterdrücker wird fließen und 50 Jahre der Tyrannei werden nun enden. Die Umgestaltung kommt. Ein neuer Tag bricht an. Die Zukunft gehört uns. Unfassbar. Augenblick. Soeben erreichen uns Bilder von unseren nordwestlichen Kollegen. Commander, alles versinkt nun im Chaos. Nord hat mit Präventivangriffen in allen blauen Zonen begonnen. Die meisten Truppenteile sind umstellt. Unser EZ-Verteidigungssystem ist offline und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer bei GDI das Sagen hat. Aber verzichten wir mal auf das Protokoll. Die ganze Nordostküste wurde überrannt und hier in DC scheint es am schlimmsten auszusehen. General, die Evakuierung beginnt. Gehen Sie schon vor, Sandra. Sir, Sie können hier nicht bleiben. Sandra, das ist ein Befehl. Sir. Kersey James informiert Sie jetzt über alles Weitere. Es liegt an Ihnen, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Nun gut, Commander. So ist die Lage. Nordtruppen gehen entschlossen vor und nähern sich dem Pentagon. Wie Sie wissen, ist es das bedeutendste Gebäude in der Region. Es ist unser Kommando- und Kontrollzentrum. Der Verlust des Pentagons wäre der Anfang vom Ende. Das darf also nicht passieren. Das Pentagon. Die Philadelphia wurde zerstört, Reykjavik überrannt und jetzt greifen Nordtruppen das letzte GDI-Kontrollzentrum im Pentagon an. Wenn wir das Pentagon verlieren, versinkt die GDI im Chaos und der Krieg ist verloren. Die Verteidigung des Pentagons hat für Sie oberste Priorität. Stellen Sie die Energieversorgung der Defensivsysteme des Gebäudes wieder her, um den Angriff abzuwehren. Schleusen Sie anschließend einen Ingenieur in das Pentagon ein, um die Kontrollsysteme zu reaktivieren. Gehen Sie dann zum Gegenangriff über und treiben Sie Nord zurück. Unfälle. Infanterie. Captain Hunter! Nein! Doch. Nachricht. Die Defensivsysteme des Pentagons sind offline. Besetzen Sie mit Ingenieuren die Kraftwerke, um für Strom zu sorgen. Guck mal, die anderen, die ursprünglichen. Vorrücken! Angriff! Geheimdienstdaten aktualisiert. Einheit befördert. Ich finde einen Weg rein. Bin unterwegs. Ihr schafft das schon. Ich glaube ganz fest an euch. Weil die machen ja so gut wie keinen Schaden an irgendwas.
wir es ihnen. Haltet die Augen offen. Nein. Basis wird angegriffen. Gebäude eingenommen. Verdammt. Draufhalten, Männer! Diese Energie verschafft dem Pentagon etwas Zeit. Betreten Kampfzone. Empfangen Nachricht. Gebäude ein. Schleusen Sie einen Ingenieur in das Pentagon ein, um die Kontrollsysteme zu reaktivieren. Gebäude sichern. Kommando? Natürlich, da rein. Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Bewegung! Ausrücken! Komm, rein. Ach, einen verloren, verdammt. Gute Arbeit, Commander, das Radar ist wieder online. Im letzten Augenblick, denn wir sehen massive Truppenbewegungen von Westen her. Ich schicke die Koordinaten. Oh, verdammt, Nord hat die Kraftwerke zerstört, die Verteidigungssysteme sind offline. Verteidigen Sie das Pentagon mit allen Mitteln. Sie haben die Kraftwerke zerstört! Empfange Nachricht. Besetzen Sie alle vier Wachtürme mit Infanterietrupps und schlagen Sie die Infanterie von Nord zurück. Ja, natürlich. Gebäude einhalten, die Waffen bereit. Initialisiere Video-Uplink. Commander, Infanterieeinheiten wie Schützen und Raketentrupps können ein Gebiet besser verteidigen, wenn sie sich in einem Gebäude befinden. Geben Sie Ihren Truppen einen Bewegungsbefehl, um sich in einem leeren Gebäude zu verschanzen. Was die Reichweite ist. Daten aktualisiert. Ey. Zwar ist es aber original nicht so, das haben sie durch die Mod erhöht. Die konnten die damals nicht angreifen, die Carrot. Nee. Das wurde definitiv geändert. Oder die haben allgemein höhere Reichweite bekommen. Das wäre krass. Verstärkung eingetroffen. Einheit befördert. Ach da. Ah. Goliath APC. Ah. Auf der anderen Seite des Flusses gab es Probleme. Geheimdienstdaten aktualisiert. Nähern uns Ziel. Initialisiere Video-Uplink. Diese BMTs sind Transporter. Sie können also Einheiten im Innern transportieren. Sie laden und entladen die Truppen ähnlich wie bei einem Gebäude. Zum Einsteigen geben Sie einen Bewegungsbefehl an die Truppen. Zum Aussteigen klicken Sie auf den Absetzen-Button und danach auf das Ziel, wo Sie die Einheiten absetzen. Sowie aus verschanzten Gebäuden schießen die meisten Truppen auch aus Transportern. Ich finde es immer noch schön, dass die Reflexion ultra hochauflösend ist. Gewehre sind nutzlos gegen das Gebäude, Sir. Konzentriert ihr euch auf die Infanterie. Wir kümmern uns um die Garnison. Initialisiere Video-Ablink. GDI-Grenadiere eignen sich hervorragend, um Gebäude einzunehmen. Befehlen Sie Ihren Grenadieren, ein feindliches Gebäude anzugreifen, um es vom Feind zu säubern. Nähern uns Ziel. Du kriegst erstmal ein Level ab. Geheimdienstdaten. Sogar zwei. Empfangen Nachricht. Die Bruderschaft von Nord hat auf dem Hügel einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Verhindern Sie, dass sich Nord zu einem neuen Angriff sammelt, indem Sie diesen vorgeschobenen Stützpunkt zerstören. Ach, das sind Nord-Mods jetzt. Oh Gott, ja. Das ist die Zentrum für Geheimdienstdaten aktualisiert. Die Flugzeuge. Neues Bonusziel. Die hören sich geil an. Bup, 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 bup. Unterwegs. Neues Bonusziel. Durch. Ja, wir, ne, wir säubern hier mal schön. Hier kommen. Bonusziel erreicht. Unterwegs. Verstärkung eingetroffen. Nochmal zwei mehr. Gruppentransporter. Verstärkungen bereit. Okay, das. Es kann losgehen. Noch bekommen können. Operation läuft. Unterwegs. Einheit wird angegriffen. Der Todessound ist einfach super. Unterwegs. Ah. Unterwegs. Ah. Zum Angriff. Die hauen ja richtig rein. Nähern uns Ziel. Bonusziel erreicht. Bringen wir es hinter uns. Jetzt frage ich mich, hat der leider kein Level bekommen, schade. Gruppentransporter, BMT erwartet Befehle. Unterwegs. Oh, noch mehr. Cool. BMT ist einsatzbereit. Mit MG. Okay, einer hat MG. Okay. Aber ihr könnt euch mal ausladen. Weil ich will. Commander,
Wow, Mann, hast du viel Schaden gemacht. Respekt. Es kann losgehen. Nähern uns Ziel. Wie das hier dahin geht. BMT, wie ist der Plan? Schön da hoch. Ja, sind nochmal befestigte Gebäude, alles klar. Es kann losgehen. Ei, tut weh. Macht sie fertig. Gruppentransporter. Ja, war allerdings weniger als ich dachte. Operation läuft. Einheit verloren. Holt sie euch. Okay, kommt durch. Einheit befördert. Ei, wie ist sie zerfetzt? Ei. Ah. Wir haben Kontakt, Sir. Na dann. Zum Angriff. Feuer. Einfach nur das zerstören, dann werden die auch die Verticals zerstört. Einsatzziel erreicht. Auf sie, auf sie. Mission erfolgreich. Problem ist, die Mission können wir erst im Nachhinein auf schwer spielen. Gute Arbeit, Commander. Sie haben das Pentagon gerettet. Aber leider ist die ganze Gegend hier noch in Gefahr. Wir haben mehrere Krisengebiete an der ganzen Küste. Nach Zurückeroberung von Langley Air Force Base werden sie von nun an Luftwaffenunterstützung bekommen. Oder sie greifen Hampton Roads an. Denn Nott hat Truppen dort. Wenn wir die Basis zurückerobern, schneiden wir ihnen den Nachschub ab. Und sie hätten außerdem sofortigen Zugriff auf die MBTs. Wenn diese zwei Anlagen gesichert sind, konzentrieren sie sich auf den Rest von DC. Jupp, aber... Nee, stimmt, wir kommen jetzt zur Übersichtsmap. Ja, nice. Na, man könnte auch die Mission nochmal in schwer spielen oder man geht zurück zum Prolog. Man könnte die auch nochmal auf schwer spielen. Aber ganz ehrlich... Ah, nee. Nur weil es dann Gold aussieht, muss ich das jetzt nicht machen. Man kann es nicht vorher auf schwer umstellen, leider. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Oder beziehungsweise genau hier wieder. Bis dann. Cheerio.